Herr Weise, wie kann sich die Umformtechnik, die bisher ihre Vorteile bei großen Stückzahlen bietet, auf den Trend zu stärker individualisierten Produkten einstellen? Ja, die Umformtechnik muss sich dahingehend anpassen, beziehungsweise der Sektor, dass hochflexible Verfahren eingesetzt werden. Möglichkeiten sind zum Beispiel das Kombinieren von Schneiden, Fügen und Biegenverfahren als Ersatz von Tiefziehen, aber auch die inkrementelle Blechumformung oder andere hochflexible Verfahren, welche eingesetzt werden können. Welche neuen Anforderungen ergeben sich daraus an Umformmaschinen und Werkzeuge? Ja, die Anforderungen speziell an die Werkzeuge sind komplett anders als bisher. Die Werkzeuge bedürfen einen wesentlich geringeren Formspeichergrad, müssen insgesamt kostengünstiger werden und auch für verschiedenste Bauteilgeometrien einsetzbar. Somit sind hohe teilespezifische Werkzeugkosten, wie sie zum Beispiel beim Tiefziehen derzeit noch auftreten, kontraproduktiv. Auch die Arcturik und Flexibilisierung in Ziehwerkzeugen kann hierbei ein Ansatz sein. Bei welchen Anwendungen werden solche hochflexiblen Umformverfahren denn bereits eingesetzt? Diese Verfahren werden speziell da eingesetzt, wo große Bauteilabmessungen in geringen Stückzahlen benötigt werden. Zum Beispiel im Bereich von Windenergieanlagen, Windrädern, im Bereich von großen Turbinen, aber auch im Bereich von großen Gehäusen für Bauteile wie Werkzeugmaschinen. Herr Weise, vielen Dank für das Gespräch.